zusammen. Ich möchte euch heute den Igelball erklären, die Massage mit dem Igelball. Vor allem geschickt für die Leute, die sich beim Massieren mit den Händen ein wenig unsicher sind und auf die Vorteile des Igelballs dabei eingehen. Es gibt zwei Typen von Igelbällen, ohne Schleichwerbung zu machen, bei diversen Discountern für wenig Geld zu bekommen. Immer wieder mal. Das ist diese Igel Airbus, wie ihr seht. Und der typische Igelball. Achtet darauf, wenn ihr euch sowas kauft, dass ihr vielleicht nicht so ganz spitze Igelbälle wie diesen jetzt hier versucht zu bekommen, sondern eher solche, weil die für den Anfang etwas einfacher zu handhaben sind. Vor- und Nachteil bzw. wann nehme ich welchen, ist eigentlich relativ einfach. Für jemanden, der das noch nie großartig vorher gemacht hat, ist der Igelball etwas schwieriger zu handeln. Vor allem, wenn der Hund ein wenig zappelig ist, kann es sein, dass der Igelball einem aus der Hand rutscht. Der hier ist deutlich einfacher zu handeln und hat auch vor allem den Vorteil, an der Wirbelsäule entlang massiere ich hauptsächlich die beiden Muskelstränge seitlich und lasse die Dornfortsätze außen vor. Da müsste ich jetzt an der Wirbelsäule selber darauf achten, dass ich nicht zu stark an die Dornfortsätze hinkomme. So, die Frage, die immer wieder aufkommt, ist, wie fest oder wie stark drücke ich mit so einem Igelball auf? Im Prinzip ist die Regel natürlich auch, wenn ihr merkt, dass der Hund sich ein bisschen dagegen wehrt oder Abwehrreaktionen zeigt, dann ist es definitiv zu fest. So eine Massage auch mit dem Igelball sollte ja angenehm sein. Ihr könnt es mal an euch selber ausprobieren, indem ihr einfach drüber rollt, oder ihr könnt auch die Hand der Partnerin nehmen. Ja. Und wenn man das dann zu fest macht, dann hört man so ein kleines Auf, dann war es definitiv zu fest. Beim Hund sollte man vielleicht nicht früher auf. Aber wie gesagt, am Partner oder eine Partnerin gerne mal testen. Vorsichtig anzufangen. Einfach mal irgendeiner Stelle anfangen, schauen, wie der Hund reagiert. Gliedmaßen vorsichtig runterrollen. Nicht mit zu viel Druck, vor allem nicht über Knochen vorspringen. Schauen, dass man hauptsächlich auf den Muskelbäuchen bleibt. Der Vorteil bei der Igel Erdnuss ist, sie rollt mir jetzt nicht gleich weg. Wenn ich den Igelball nehme, dann bedarf es ein wenig Übung, ihn langsam in der gleichmäßigen Bewegung zu halten. Und auch mit dem gleichen Druck. Beispiel möglich. Wir rollen.
die Herzmus auch gut machen kann, sind solche Bewegungen um die Hautschichten etwas zu verschieben, also mit leichtem Druck aufsetzen. Und auch langsam. Dieser Hund hat zwei Seiten. Immer dran denken, auch die andere Seite noch mitzunehmen. Jetzt habe ich jetzt wieder Idel Erdnuss oder Idel Physio Roll, teilweise, wird die auch so genannt, gewechselt.